Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Hardcore-Modus. Und wir befinden uns hier noch in unserer noch nicht ganz perfekt ausgebauten Basis. Ich nehme das Spiel jetzt gerade, beziehungsweise die Folge jetzt direkt danach auf, deswegen habe ich das Ding jetzt Kirchens, den Mod noch nicht rausgesucht, aber das werde ich dann fürs nächste Mal machen. Wir wollen Du hast erstmal ein keine bisschen Probleme damit, Ärger. Action haben. Hey, sag einfach Bescheid. Wolltest du nicht gerade mit mir reden? Hey, Piper. Du hast wirklich ein Talent dafür, Ärger zu finden, oder? Es findet mich. Meist kann ich nichts dafür. Hey, ich bewerte das gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Vergiftet? Jemand hat dich vergiftet? Machst du Witze? Es war gerade erst losgegangen, da wurde ich schon vergiftet. Beim ersten Mal hatte ich nur einen Artikel über dieses Karawanenkartell veröffentlicht, das die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Er kam gut an und es gab sogar einen Boykott ihrer Waren in der Stadt. Also wollte ich im Dugout Inn auf den Sieg einheben. Ich hatte schon einen Schluck genommen, da merkte ich, dass was nicht stimmte. Vadim war nicht in der Bar. Das Bier schmeckte seltsam, seltsamer als sonst. Ich fühlte mich ziemlich benommen. Keine Ahnung, was das war, aber es musste raus. Ich schaue mich also um und da war der Destillierapparat. Ich kipp mir also einen selbstgebrannten rein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das besser war, als an dem Gift zu sterben, aber es hat funktioniert. Als ich bewusstlos war, hat sich die Sicherheit den Barkeeper geschnappt. Er hat schließlich seine Bosse verraten und alle kamen in den Bau. Das ist ein aufregendes Leben. Aber wir wollen jetzt mal mehr herausfinden. Mit Hinrichtung hat wohl nicht funktioniert. Diese Hinrichtung hat wohl nicht gezogen, was? Gott sei Dank. Ich hatte an dieser Story über verstrahltes Trinkwasser in Bunker Hill gearbeitet. Ich verfolgte das Wasser zu seiner Quelle durch die alten Abwassertunnel und was finde ich? Die Kinder des Atoms, die sich da eingerichtet hatten. Leider fanden sie mich ebenso schnell. Wie sich herausstellte, mochten sie keine Reporter. Als Sühne für mein Eindringen sollte es ein Opfer für Atom geben. Mich. Ich knie also da, kurz bevor ich in diese riesige Abwasserröhre gestoßen werde. Dann platzt es aus mir heraus. Atom! Er offenbart sich. Und sie kaufen es mir ab. Sie ziehen mich von der Kante und nehmen mich feierlich auf. Vor dir steht eine offizielle Nachfolgerin von Atom. Ein paar Tage später konnte ich mich davonschleichen und die Sicherheit von Bunker Hill dazu bringen, da aufzuräumen. Okay, aufregendes Leben. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Warum gehen wir die ganze Zeit hoch und runter? Wollen wir versuchen zu flirten? Ich hätte es mir nicht anders gewünscht. Ich mag es, wenn du in meiner Nähe bist. Und es ist besser, wenn man aufeinander aufpasst. Also, willst du hier verschwinden? Okay, so viel dazu. So, wir sind hier zu Hause. Wir wollen aber heute ganz, ganz woanders hin. Wir wollen nämlich hierhin in den College Square, denn da haben wir eine Quest und zwar das Ghoul-Problem bei Oberlandstation. Das kriegen wir nur. Jetzt hab ich's abgebrochen. So. Gut. Ob wir das jetzt schaffen, das weiß ich nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Kann ja nur schief gehen. Vor allem in diesem Modus Ermüdung. Geil. Ich bin doch gerade erst gesprungen. Hä? Ich kann nicht mehr springen. Na jetzt. Okay, das Spiel mobbt mich jetzt schon. Die Folge hat gerade erst angefangen. Das wird eine gute Folge, Freunde. Das wird eine richtig gute Folge. So, erstmal müssen wir dahin kommen. Das heißt, überleben. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ich glaube an uns. Die Frage ist nur, inwieweit ist hier alles respawned? Wir wissen, dass in der Stadt noch Ghule sind, weil wir sind das letzte Mal vor Ghulen weggelaufen. Wir haben unsere 10 mm draußen, das ist schon mal ganz gut. Oh Gott, das war ein Rabe. Okay, alles gut. Hui. Hätte auch schief gehen können. So, springen mit Y. Immer dran denken. Hab ich habe die ganze Zeit gerade X gedrückt. Es ist nur ein bisschen seltsam. Ich und mein Controller. Ich kann einfach nicht mit Maus und Tastatur. Es ist einfach. Ja. Die Bürde eines Konsoleros.
So. Hier sehe ich keine Gegner. Wir schleichen uns hier einfach vorbei. Ich frage mich echt, was mit den Ghoulen passiert ist, vor denen wir weggelaufen sind. Hoch. Wir haben anscheinend noch nicht gelootet. Aber hier gibt es auch nicht viel. Selbst die Toilette ist leer. Na ja, gut. Laufen wir einfach hier lang. Mal hier quer durch. Ach, das ist das Rohr, was in die Anlage hier führt. Aber die ist ja jetzt leer. Die haben wir leer geräumt. Professionell. Wobei Ghule, ehrlich gesagt, hat mir auch schon jemand gesagt in den ersten Folgen, Ghule werden immer das Schlimmste sein. Nee, Insekten. Insekten werden immer das Schlimmste sein, das war's. Aber Ghule sind auch schlimm. Ich weiß nicht, wer die Bösen sind. Ah, der Raider hier. Ich habe keine Munition mitgenommen, stimmt. Ups. Einfach wegsnipern, die Jungs. Scheiße, Munition verschwendet. So, hat da irgendwer überlebt? Oder waren das Ghule? Wenn es jetzt Ghule waren, ne, dann habe ich hier umsonst meine Arbeit gemacht. Plünderer, wow. Ja, jetzt habe ich Plünderer gerettet. Kipp doch einfach um, Mann! Wieso humpelt der? So, ein paar Hey, Headshots da landen. draußen ist was. Ich kämpfe schon die ganze Zeit, Piper. Mach doch was. Ich bin hier voll am Fighten und sie sagt, hey, da ist doch jemand. Ermüdung schon wieder? Noch gerade erst müde gewesen. Was hast du denn so Schönes? Munition nehmen wir eh mit. Hunting Rifle Was brauchen wir verkommt nicht. das? Ups. Das war Was einmal denn B zu nur? viel. Da ist der Humpelnde. Was? Ich glaube, das war's. Alles mit der 10 mm gelöst, perfekt. Haben wir nicht viel Munition ausgegeben. Ja, ein bisschen was hat, haben wir's gut. Mittlerweile können wir uns schon bewähren. Ich meine, eigentlich wollte ich einen auf Nahkämpfer machen, aber es funktioniert einfach noch nicht. Es funktioniert einfach noch nicht. Ich wünschte, es würde schon funktionieren, aber nee. Dafür ist es noch zu früh. Waren das gerade Kartoffelchips in der Dose? Habe ich das richtig gesehen? Hallo, Controller? Na gut, kann sein, dass wir hier ein, zwei Leichen übersehen haben, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja, cool, wir sind übermüdet. Haben wir nicht letztens erst 5 Stunden geschlafen? Oder irre ich mich da? Oh nein. Das war die Anlage mit den Ghoulen, ne? Ach du Scheiße. So, was haben wir hier? Nee, das wollte ich nicht. Heckler und Koch. Ach, ich hab ein Scharfschützengewehr. Hast du nicht gesehen? Was ist mit meiner geilen Pistole? Warte mal kurz. Ich habe die jetzt nicht abgelegt, oder? Flairgun. Ich habe die abgelegt? Wieso habe ich die abgelegt? Nee, das ist der. Ach so, oh, ich habe die zum Sniper. Ah, okay. Das ist jetzt mein neuer Sniper. Ja, gut, dann ist das natürlich richtig gut, was ich gemacht habe. Ich habe ein Visier rangeschraubt, aber ich habe nicht drauf geachtet, was das für ein Visier war. Und wir haben ein Sniper-Visier drauf gemacht. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann können wir vom Weiten alles wegzimmern, was uns nicht gefällt. Und das so ziemlich One-Shot.
Na gut, schleichen wir uns rein. Ghule sollte man nicht unterschätzen. Oh nein. Warum? Wir werden hier drauf gehen, ey. Bin letztens schon hier drauf gegangen an den scheiß Minen. Jetzt muss ich die ganze Zeit die Wetz-Taste gedrückt halten, ey. Okay, schaffen wir es, sie zu entschärfen? Oh, fuck. Ich habe die falsche Taste gedrückt aus Panik. Okay, Leute. Wir haben ein gravierendes Problem. Es ist das Wetter. Oh Gott. Ich sehe überhaupt nichts und ich bin jetzt. Okay. Alles gut. Es wurde gerade besser. Was läuft hier rum? Minuteman? Oh Gott, ich bin so glücklich. Hallo Leute. Was macht ihr denn hier? An mir kommt nichts vorbei, Ma'am. Oh, danke. Alles ruhig, General. Wir haben das Gebiet unter Kontrolle. Ich könnte euch töten und euch die ganze Munition und die Waffen wegnehmen. Das wäre so toll, aber. Wieso ist der Sack leer? Was soll das? Toll. Okay. Scheiß RNG, egal. Wir kriegen das hin. Wir holen unsere improvisierte Sniper raus. Ich habe übrigens nach Munition geguckt und nein, wir haben keine Munition in unserem regulären Zuhause. Das ist das Problem. Ja, wir kriegen das auch so hin. Wir dürfen nur nicht die Minen unterschätzen. Wieso habe ich die eine Mine nicht gesehen? Ja, die sehe ich, weißt du, aber die andere, an der ich draufgegangen bin, die habe ich nicht gesehen. Wir sind hier nicht allein, Blue. Fuck, 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 okay. Da bist du ja. Ist zu spät. Lauf nicht auf die Mine zu. Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Okay, so geht's auch. Ui. Ist klar. Wo ist die andere gottverdammte Mine? Ich weiß, dass hier zwei sind. Da ist sie. Da, ich sehe sie. Greif einfach zu. Ich werde wieder in die Mine laufen, das weiß ich doch. Oh, ich will hier nicht hin. Das ist so gemein. Ich darf mich nur nicht zu sicher fühlen. Okay, ich würde sehr gerne hier raufgehen. Das wäre so mein Dream. Durch die ganze Zeit die Watz-Taste. Ich traue diesem Gebiet keinen Millimeter über den Weg. Nicht ein Stück. Kann man da überhaupt drauf? Ich will aber auch nicht mittendurch. Das wäre sehr gefährlich. Wir kauern hier lieber einmal rum. Durchwühlen hier die ganzen Scheiß und hoffen, dass hier irgendwo ein Bett ist. Ist hier ein Bett drin? Nur eine Couch. Gucken wir mal oben nach. Das war mal ein Bett, ja. Mittlerweile ist es keins mehr und hier ist alles geplündert. Oh, fast. Na gut. Dann gucken wir mal weiter. Oh, ich will hier nicht sein. Ich mag diese Orte mit den ganzen verminten Sachen nicht. Hier sind mindestens 50.000 Minen versteckt. Und ich weiß nicht, wo die Ghule sein sollen. Rumgucken, Minen. Ich bin am Arsch. Party! So.
Da sind wir wieder. Heute sind wir mal auf der anderen Seite. Ich zeig mal, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind jetzt hier. Vorher waren wir halt da. Das ist jetzt nicht so ein gravierender Unterschied, aber wir hoffen einfach mal das Beste. Das zu den beiden. Ich kann hier hoch und da rein, ne? Ja, hier ist die Brücke. Wow, also so einen großen Unterschied, dass er das jetzt nicht gemacht. Kann ich den Ghoul noch treffen? Bist du das Ghoul? Hätte auch die Leiche sein können, die wir da gesehen haben. Man weiß es nicht. So, hoffen wir mal, dass wir heute mal nicht explodieren. Nicht nochmal. Sonst werden wir heute wahrscheinlich nicht weit kommen. Und nur explodieren. So ein Bett hier in der Nähe wäre echt grandios, ne? Das Schloss sieht stabil aus. Piper? Ja, komm schon. Wir sind eine Frau. Frauen sind klein und zierlich. Die passen doch überall rein. Mann. Piper, geht's dir wenigstens gut? Wo bist du hin? Warte. Okay, alles wird gut, Freunde, alles wird gut. Da ist nicht mehr was drin. Ich weiß gar nicht, wozu ich loote, wenn ich gleich in die Luft gehe. Ich weiß, dass wir hier bei diesem Eingang schon in die Luft gegangen sind. Lass uns aber überraschen. Wir sind immer noch verdammt weit weg von unserem Ort, wo wir hin müssen. Wir brauchen unbedingt ein Bettchen in der Nähe. Ich will nicht immer herlaufen. Das ist so grausam. Gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ich meine, ich weiß gar nicht, wozu ich das mache. Ich gehe sowieso jede Sekunde drauf. Gibt es noch andere Minen hier? Oder ist das die einzige? Vor allem weiß man es einfach nicht. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Hey, Ich Piper. bin verdammt erfolgreich. Da ist eine Mine. Hole sie. Schnapp's dir. Hört sich nach einem Plan an. Also fein gemacht. Also richtig fein gemacht. So machen wir es ab sofort. Wenn wir hier. Hast du sie entschärft oder hast du sie geholt? Einfach nur entschärft wahrscheinlich, ne? Benutzen Piper einfach aus. Ist mir scheißegal, ob die in die Luft geht. Piper regelt das jetzt. Oh Gott, hier ist auch eine Mine versteckt. Ich will nicht an diesem Auto vorbeigehen. Nein. Du bist mutig. Wer ist das? Söldner? Warum lauft ihr da durch? Tut mir leid, nichts zu verkaufen. Ach, du bist Ich das bin schon zu wieder. Vault 81. Und dann läufst du hier durch? Weißt du, ich habe hier voll die Probleme und der Typ rennt hier einfach durch. Da ist nichts. Ich will hier nicht durch. Oh. Ja, nee, klar, Ghoul. Ist richtig. Ignoriere den Typen einfach. Oh Scheiße. Du willst tanzen? Gut, Oh tanzen Scheiße. wir. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Munitionsverschwendung, Kacke. Die meisten sind hier einfach schon geplündert, ey. Und da muss ich runter? Ich hätte liebend gerne vorher ein Bett. Mine? Oh! Es war nur Piper, alles gut. Alles ist in Ordnung. Ich habe auch schon zu viel Munition verschwendet, ey. Es wäre grandios, hier ein Bett zu haben. Ja. Oh, danke. Oh, wir sind weitergekommen, Freunde. Wir sind ein Stück weitergekommen. Ich bin so stolz. Oh. Oh, schön.
Das wär's. Ein gelber Pilotenhelm haben wir schon, ne? Schade. Wir nehmen mal das hier mit. Dich kann man einfach nicht aussperren. Munition ist immer gut. Weiß nicht, wozu wir so einen Kopf brauchen. Also will ich ihn noch nicht. So, bevor wir jetzt da runter gehen, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. 10 mm. Ah, nein, ich brauche 45er. M14 Soccer-Modell. Gebührenplan. So, Inventar. War der... Okay, ich habe nichts kaputt gemacht, alles gut. War der Gebührenplan Schrott? Nein. Diverses Gebührenplan. Neue Wegzölle, 10 Kronkorken Farmer Kinder, 30 Kronkorken Söldner, 50 Kronkorken Händler, 80 Kronkorken Wagen, 200 Kronkorken Minutemen. Danke. Nicht mit Gunnern oder den Freaks in Powerrüstung anlegen, durchlassen, aber im Auge behalten. Sünds bei Sichtkontakt erschießen. Ah, cool. Ich liebe es, solche kleinen Sachen zu finden. So, da ich aber diese kleinen Sachen nicht nochmal finden möchte, gehen wir jetzt nochmal kurz ins Bett. So. Und dann lassen wir uns überraschen, was da unten auf uns lauert mit unseren 24 Munition. Oh Gott. Ja gut, das ist die Sniper. Die Sniper brauchen wir unten sowieso nicht. Ich meine, 2 für 2 kann ich immer noch drauf wechseln, aber ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, Freunde. College Square Station. Oh yeah. Gule, ey. Warum Gule? Ein Ghoul mit der Golduhr. Der reichste Ghoul, den ich jemals gesehen habe. Lou, hier stimmt was nicht. Ach, wirklich? Besensieb. Psst. Hey, Piper. Weißt du, du siehst aus, als könntest du das hier wirklich brauchen. Die Dinge haben mir buchstäblich das Leben gerettet. Ah ja. 45er. Ja, sehr schön. 45er, oh Gott, wir haben genug Munition für unsere Sniper. Sollten sie auch hier jetzt irgendwie rausnehmen. In 2 für 2 kann ich immer noch wechseln. Ach, hi. Was hättest du gemacht? Was hättest du gemacht? Ich verstehe. Der wäre hochgegangen. Warum ist hier alles vermint? Dem schießen wir schön in sein Füßchen. Oder auch nicht. Was war das? Hey, da draußen ist was. Das war mir eindeutig ein bisschen zu knapp. Ernsthaft! Pass auf deine Gliedmaßen auf, du! Wilde Ghule! Der macht einfach die Tür auf. Seit wann können Ghule das? Der sieht verdächtig aus. Geh nicht in die Luft. Schrotpatrone. Panzerbrechen, 10mm Automatikpistole. Okay. FedEx. Stimmt, wir hatten ja noch eine andere Waffe bekommen, ne? Die sollten wir uns mal angucken. Na gut, der Eckler und Koch hat einen Schalldämpfer. Ja, kann ich auf den Einschauen verzichten. Was bist du? 308er Munition. 308er. Präzision. 73, 75, Reichweite 359,
Hä? Was soll ich denn mit dir? Ich meine, ich behalte sie, weil ich sie noch nicht habe, aber. Wir gucken mal, was man daraus dann basteln kann, ne? Ist hier jemand? Den Kronkorken, wow. Wir sind reich, Freunde. Wir sind jetzt reich. Ich kaufe mir einfach ein besseres Leben. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist noch dieses eine Level-Up, damit wir in unserer Basis auch die ganzen Sachen upgraden können. Vor allem unsere Klamotten upgraden. Haben wir ja bisher noch nicht gemacht. Schön. Drecksviech. Habe ich doch schon gehört. Wie er rausgekrabbelt ist. Am besten sollten Sie hier alles abfackeln und einen Neuanfang starten. Wer, die Gule? Guter Witz. Ja, ich dachte, hier ist Stopp. Okay, wir können da durch. Wir können den Roboter reaktivieren, der uns wahrscheinlich nichts bringt, weil hier alle schon tot sind. Experte! Ich hasse euch. Möget ihr in der Hölle schmoren. Ein Staubwedel. Munition, immer Munition mitnehmen. Was ist das denn? Buffer? Bisschen mehr Stärke. Irgendwann haben wir ein Stärkebild, Freunde. Irgendwann. Fragt mich aber nicht wann. Natürlich hast Wir du mich sind schon hier nicht gesehen. Allein, Blue. Wir sind hier nicht. Da bist du ja. Ich frage mich, ob das beantwortet. Es gibt Ärger. Hey. Ich will nicht mit dir reden. Hau ab. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Irgendwann. Da rennt noch ein Ghoul. Frage ist: Ist es der, der mich jetzt gesehen hat? Oder gibt es hier noch einen anderen? Wie, du bist legendär. Hi. Da ist noch ein Roboter. Du zündest hier gar nichts an, Freundchen. Ich will deinen Scheiß hier anzünden. Ich glaube, es geht los. So, du willst mir sicher helfen, Einsteiger. Perfekt. So. Oh. So, dann gucken wir mal, dass wir den reaktivieren und vielleicht wird er uns auch helfen, bei was auch immer da auf uns lauert. Es wird höchstwahrscheinlich ein legendärer sein. Also bei meinem Glück, wenig Platz, legendärer, tot, alles nochmal. So stelle ich mir das gerade vor. Haben wir hier nichts mehr? Doch, da. Oh, Versuche zurückgesetzt. Danke! Ist genau das, was ich wollte. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten, außer dass ich keinen Geburtstag habe. Ja gut, dann probieren wir Lance. Okay, einer. Einer. Was ist so ähnlich wie Lance? Es könnte das A sein. Das wär's. Okay, das war das A. Persönlichkeit auswählen. Hupenbegleichung, Rechtsvollzug. Immer schön Rechtsvollzug. Du machst das schon kleiner. Wieso war der gerade rot? Achso, weil er mich entdeckt hatte wahrscheinlich. Was für ein Haufen Schrott. Okay, ihr wisst bereits, zur Not laufen wir einfach weg.
Ist nur ein Gulpischer. Was für eine Verschwendung. Tschüss, 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 tschüss. Hilf mir. Oh. Hast du fein gemacht. Dafür hast du ein Leckerli verdient. Berichte den Siedlern. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Schlüssel zur College Square Station. Ah, jetzt, das ist ein bisschen spät, dass ich das jetzt bekomme, ne? Mit Taschen, Metallrüstung mit Taschen. Nice. Stereoputzmittel brauchen wir nicht. Okay, gucken wir uns mal die Rüstung an, die wir gerade bekommen haben. So, Metallrüstung rechter Arm. Haben wir hier schon Taschen dran? René reduziert den Supermutantenfuß und sagt einen Schaden. Ah ne, das ist unten. Hier. Ja, da haben wir eigentlich gar nichts außer gekocht, ne? Ja, cool. Und auch mehr tragen. Ach so, das war einfach nur das Bein. Ja gut, dann haben wir halt ein bisschen weniger Mutantenschaden. Ein bisschen mehr Mutantenschaden. Aber die One-Hitten uns sowieso. Ich kann hier schlafen gehen. Ist das geil. So, vor allem, du kommst aus dem Bett und kriegst Ermüdung. Was für eine Scheiße. So, alles noch mitnehmen, was geht. Das können wir ja gleich deponieren. Und wir wissen, dass oben noch eine Kronkorkenmine auf uns wartet. Tagebuchfragment. Hm. So. Nein, war schon richtig, ne? Diverses Tagebuchfragment. Rika ist tot. Nur ein paar von uns haben es hineingeschafft. Wir konnten den Eingang nicht halten. Es waren einfach zu viele. Der einzige Weg führte nach unten. Wir verstecken uns ein paar Tage, warten, bis die Ghule weiterziehen. Und dann verschwinden wir. Okay. Hat ja funktioniert. Wie man sieht. Postkarte aus Florida. Perfekt. Was bringt mir das jetzt? Postkarte Boston. Ja. Schmutziger schwarzer Anzug. Den kannst du behalten. Piper hat das gefallen. Nice. Das konnte Piper eigentlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Also die Charaktere, die man hier mitnehmen kann, die können normalerweise irgendwas. Was war das? Nur ein Ghoul, in den ich ungefähr 100 Munition reingeballert habe. Alles gut. Ich weiß gar nicht mehr, was Piper konnte. Schreibt mir mal in die Kommentare, was Piper konnte. Ich weiß es gar nicht mehr. Konnte sie Schlösser knacken? Ich meine, wenn es ihr gefällt. Oh. Oh. Hey, da draußen ist was. Da ist wer. Sie. Die sind wohl weg. Sagst du. Aber ich wusste, dass da noch einer ist, den ich angeschossen hatte. Okay. So können wir wenigstens den Roboter looten. Oh Gott, der hat ja ganz schön viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wa? Der arme Kleine. Ich muss einfach mal an Piper testen, was sie kannte. Aber eigentlich, ich könnte ihr zutrauen, dass sie Schlösser knacken kann. Ah, komm, Röhre. Sicherung. Oh, Sicherung ist gut. Sicherung ist sehr, sehr gut. Okay. Schleichen wir uns nach oben. Jetzt müsste eigentlich alles clean sein, ne? Hä? Ach, den haben wir genauso aktiviert wie den unten. Ah, leben und lieben. Nochmal, ja. You won't believe. Nuke the man. Ist ja süß. Was, dass die Mädels irgendwie halb nackt sind. Nehme ich.
So, U-Bahn-Marke. Kann man immer gebrauchen. Okay, das dazu. Wir haben beide aktiviert. Moment, wenn wir beide aktiviert haben, müssen doch auch beide unten rumlaufen, oder nicht? Ja, tatsächlich. Hey, Kollege. Bin aber, glaube ich, noch zu schlecht, um dich umzubringen. Ich schlafe mal kurz eine Stunde und versuche, ihn umzubringen. Was sagt er dazu? Zack, ist er legendär. Ach du Heilige. Weg. Einfach so. Ach, Piper, wenn du im Weg bist, kann ich nicht zielen, ey. Au. Der versteckt sich einfach dahinter. Wie fies ist denn das? Und Piper ist auch im Weg. In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken. So, mein Freund. Kriegst du mir hier ein bisschen was auf dem Torso? Auf dem Kopf hoch. Du explodierst aber nicht, oder? Ich habe eine böse Erinnerung. Sehr böse Erinnerung. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Ja, deswegen bringe ich ihn ja rum, damit ich den Scheiß auch bekomme. Okay, gehen wir raus hier aus der Hölle. Gucken wir uns oben noch ein bisschen um. Schlafen aber definitiv oben. Hast du mich erschrocken? Willst du mich ver... Wie hast du das gemacht? Alter! Oh mein Gott! Mein Herz ist kurz stehen geblieben, ich muss was trinken. Ich habe nichts zu trinken, oder? Energy ist auf jeden Fall leer. Sorry. Ich schütte mir jetzt noch ein bisschen Zelta rein. Auf den Schock. Boah, wer rechnet denn damit, dass die da plötzlich auftaucht? Die war gerade noch hinter mir. Vor mir. Geil. Oh Mann, ey. So. Keine Ahnung, was hier noch abgeht, wie viele Leute hier rumhocken, aber... Wir gehen auf jeden Fall hier erstmal hoch. Und schlafen eine Runde. Okay, es regnet, wir schlafen ein bisschen. Ach, wohl. Scheiß drauf. Ich werde nur krank, wenn ich da jetzt schlafe. Hätte es jemand eilig gehabt, hier wegzukommen. Schrotpatrone. Das wollte ich nicht. So, oh, ACP ist immer gut. Plasma-Knutsche. Eigentlich will ich hier nicht weiter rumlaufen. Aber diese Kronkorkenmine hat mich ziemlich angelächelt. Die war hier irgendwo, ne? Außerdem ist die Munition, die wir hier finden, echt nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Hallo? Ich wollte gerade sagen, passt nur noch eine Munition rein? Ach, dann halt nicht. Keine Minen? Bin ich hier in Sicherheit? Wirklich? Ich vertraue der ganzen Sache hier nicht. Kein Stück, Freunde, kein Stück. Verbrannten Wiss... Was? Ist da was? Nein. Achso, das sah aus wie so eine Kassette. Einsteiger? Da können wir einsteigen. Auf meinen Schuh. Speiseöl,
Essen ist auch nicht schlecht. Wir kriegen sowieso langsam Hunger. So. Geschafft. Stimpak, Antibiotika, Nebig. Ja gut, ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Ihn zu treffen, ist echt eine Hölle gewesen. Bleib unten. Oh nein, hier ist noch irgendwo einer. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wo? Ich will nicht überrascht werden. Ist echt uncool. Ein Spielzeugauto hat mich überladen. Nach dir. Achte nicht auf die Unordnung. Da ist gar nichts drin. Ich habe dir alles geklaut, Mädel. So, 10mm Pistole. Ja, die kannst du eigentlich haben. Ich würde dir auch gerne... Ich gebe dir keine Granaten in die Hand. Das kannst du knicken, Freundchen. Eine Heckler und Koch kannst du kriegen. Hier, panzerbrechend. Ja, das ist schon mal ganz gut. Dann kriegst du noch Kleidung, die ich nicht gebrauchen kann. Kannst auch gerne anziehen. Ausrüsten. Aber ich glaube, dann hast du keine Munition dafür, oder? Oh, sie ist nackt. Sie hat Rüstung an, Freunde. Das ist alles, was zählt. Oh, ich höre ihn marschieren. Kann ich die Mine von hier aus treffen? Wo ist die denn? Neben diesem Scheißding da. Wo ist jetzt der Ghoul? Nö, ich gehe da jetzt nicht weiter. Eines Tages, Piper, kriegst du richtige Klamotten, versprochen. Aber ich kann hier eigentlich einfach mal so ein Typ hier ausziehen, ne? Und dir dann die Klamotten geben. Dafür brauchen wir erstmal einen Typen. Da liegt doch einer. So, wenn wir irgendwann mal ein Kleidchen finden, können wir auch ihr ein Kleid anziehen, so ist es nicht. Die Frage ist nur, ob sie wirklich mit der Waffe jetzt schießen kann ohne Munition. Also, wir haben rechtes Bein und Schulterplatten, ne? Kriegst du linkes Bein? Einfach zu. Linker Arm, leichte Kleidung, Harnisch, so. Und das kriegst du jetzt, Piper, damit die mein Video trotzdem monetarisieren kann. Monetarisieren kann. Suchst du was Bestimmtes? Ich möchte dir etwas geben, damit du nicht nackt rumlaufen musst. Sehr schön. Ist schon besser, ne? So siehst du professionell aus. Sehr schön. Wo waren jetzt die Kronkorkenminen? Ich freue mich, wenn ich aus der Stadt hier draußen bin. Ach, das ist mein Anfangsteil. Na gut, ich würde sagen, hauen wir hier ab. Komm, scheiß auf die Kronkorkenmine. Lass uns einfach weggehen. Minen sind nicht gespawnt, oder? Sehr schön. Okay, da ist eine Mine, die können wir ignorieren, weil wir da nicht hinwollen. Springen!
Endlich aus diesem Scheißgebiet draußen. Meine Fresse. So, wo gehen wir eigentlich jetzt hin? Ach. Da, Oberlandstation. Ja gut, das ist hier gleich um die Ecke, ne? Können wir da auch direkt mal ein bisschen Zeug abladen? Und dann ist alles dufte. Wo komme ich hier auch irgendwie rein? Oh nein, der Strom fängt wieder an. Ah, ich hasse es. Es ist momentan für meinen jetzigen Spielstil ist das echt kacke. Später ist das richtig gut, wenn wir auf Nahkampf gehen. Eines Tages, eines wunderschönen Tages, wenn es mal funktioniert. Insofern will ich instant sterben. Aber ich weigere mich immer noch auf die ganzen Sniper-Skills zu gehen. Einfach, ey, ich hatte das halt schon. Ich meine, jetzt momentan ist das noch ganz praktisch zum Überleben, aber später brauchen wir das eigentlich gar nicht. Hey! Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Meine Liebe, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Nice so. Oh, Level up, Freunde, Level up. Genau. So, wir brauchen lokale Anführer 2, damit wir eine andere Basis in der nächsten Folge bauen. Haben wir schon. Das war, war das Schmied? Rüstmeister? Weiß das gar nicht mehr. Was haben wir gebraucht? Ich meine, wir können ja jetzt hier bauen, wir können ja mal ganz kurz gucken. Irgendwas hat mir gefehlt. Ich habe lokale Anführer 2, ne? Was haben wir hier noch? Laborstation. Waffenbank. Hello? Was wollte ich bauen, Freunde? Was wollte ich bauen? Ich hatte das, glaube ich, gebaut. Wir lassen den Punkt noch offen. Wir lassen den Punkt offen. Für später. Mal gucken wir mal. In welche Richtung zeigt momentan mein... Ach, zeigt nach Hause, ne? Ja, es zeigt nach Hause. Was haben wir hier noch? Volt 81. Wir gehen mal zu Volt 81 rüber, ne? Denk mal, das ist eine gute Idee. Den letzten Part hier friedlich verbringen. Ist schon cool. Sendeturm 1DL, irgendwas. Ach, natürlich Spule, dankeschön. Das nehme ich doch sehr gerne. Wollte ich nicht Sachen abladen? Naja, wir gehen ja eh jetzt zur Vault. Und dann ist die Folge auch schon fast vorbei. Ja, wir haben noch eine Viertelstunde. Da können wir kurz zur Vault gehen und uns dann Keks freuen, weil wir falsch gelaufen sind. Kann das Wetter bitte wieder umspringen? Damit wir wieder was sehen können. In diesem Modus nichts sehen zu können, ist der pure Horror, weil du nicht weißt, wann hier so eine gottverdammte Fliege kommt und dir ins Gehirn scheißt. Okay, wir müssen hier dran vorbei. U-Bahn-Station bedeutet normalerweise Bagul. Ernsthaft? Hallo? Bitte, ich habe solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Ja, hier. Natürlich. Bitteschön. Oh, danke. Ja, der arme Mensch danke. Ist wirklich nötiger als du. Ja, das mache ich nur für dich, damit du mir deine gottverdammte Quest geben kannst und ich die dann langsam mal dich auswechseln kann. Ansonsten hätte ich drauf geschissen, ihm was zu geben.
Jetzt haben wir gespeichert, jetzt bin ich wieder ein bisschen mutiger. Und hier muss es irgendwo zur Vault gehen. Weil wenn man bedenkt, wie schnell wir hier vorankommen, ist die Map nicht wirklich allzu groß, ne? Ich meine, sie hat viele Locations und so, aber das war's auch. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Als Maul. Ich habe eine gute Rechtschreibung. Kochen. Oh, Verkäufer. Das wirst du alles wahrscheinlich nicht mehr brauchen, habe ich so ein Gefühl. Ich wette, hier geht's einfach nur noch draußen. Ach, 65 Hackklammern übrig. Ich denke, ich kann es beleuchten. Danke für nix. Cool. War doch nicht. Leuchtender Pilz. Oh. Eine kleine Chemiestation. Ja, das ist nicht schlecht. Ich wünschte, ich könnte das hier zu meiner Basis machen. Aber im neuen Fallout, das rauskommt, kannst du einfach über deine Basis errichten. Und wer mich findet, darf auch einfach bei mir bleiben. Also wenn ihr mich eines Tages seht, ich werde da auf jeden Fall ein Let's Play zu machen. Dann könnt ihr euch gerne mir anschließen. Oh, da wird scharf geschossen. Aber wir wollen ja zur Vault. Die ist leider da. Ich wäre ja so gerne zu den Schüssen gegangen und hätte mir einen verpassen lassen. Aber dass der Verkäufer in der Nähe der Vault gestorben ist, das finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Und wo? Wo zur Hölle ist sie? Hä? Ach, hier. Hier, ich erinnere mich. Das ging hier hoch. Viel Spaß da hinten. Mit sowas lege ich mich nicht an. Vault 81, hallo. Schauen wir hier nur kurz um. Hier ist ein Bett zum Schlafen. Das werden wir mal kurz ausnutzen. Hier sind nochmal Betten zum Schlafen. Ein Schraubenschlüssel, Buffhaut und Kronkorken, 10mm Patrone, sehr schön. Ach, ich mag es, wenn mein Inventar schön befüllt ist mit Zeug, das ich brauche. Hier sind überall Betten. Naja. Ich finde auch in Fallout 4 gab es einfach zu wenig interessante Vaults. Ganz ehrlich, viel zu wenig. In Fallout 3 gab es so viele interessante Vaults. Das war so spannend, die zu erkunden. Und auch in New Vegas. So spannend, aber hier gibt es irgendwie kaum was. Naja, wir lassen uns einfach überraschen vom nächsten Fallout, wo es eigentlich auch keine NPCs gibt. Was ich ein bisschen schade finde, aber dann weniger Quatsche. An die Leute hier unten habe ich ein paar Fragen. Hast du das? So. Ich frage mich, ob ich mich hätte ankündigen sollen. Top. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Vault 111. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Lass mich rein, bin auf der Durchreise, Kreuzverhör, ich will handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen, so wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Ich bin interessiert. Ich bin interessiert.
Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. So, klingt einfach. Klingt einfach. Die 3 Fusionskerne kommen sofort. Gut. Du kannst Offizier Edwards über das Intercom kontaktieren, wenn alles erledigt ist. Viel Glück. Schade, ich hab's noch nicht dabei. Gut, ich würde dann glatt mal behaupten, wir müssen ja eh jetzt zurück, ne? Das ist, glaube ich, jetzt sogar perfekt, weil ich kann jetzt einfach selber zurücklaufen, die Dingenskirchen schnappen, die Fusionskerne oder Powerkerne, was heißt das? Fusionskerne? Ihr wisst schon, was ich meine. Die Kerne halt schnappen. Und dann bauen wir ja sowieso in der nächsten Folge unsere Main City ein bisschen aus. Ich werde da vorher schon etwas machen. Und zwar werde ich das Holz entfernen, was wir am Anfang gesetzt haben, und das richtig positionieren. Da müsst ihr ja nicht dabei sein. Das geht ja auch einfach so und da wird wieder gekämpft. Ich will dabei sein. Jetzt seid ihr Kämpfer. Plünderer. Oh. Hey, da draußen ist was. Hat er ja schon Schaden genommen? Nee, ich hab mich nicht hingehockt. Was meinst du, was das war? Ein Plünderer. Ich hab ihn ja gesehen, ich hab ihn angeschossen. Ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Ja, und bleib. Hast du etwa Angst vor mir? Solltest du auch. Oh, ich weiß nicht, wo du bist. Hä? Er ist einfach verschwunden, Freunde. Ja, dann. Da ist er. Legen wir los! Was war das? Immer noch der Plünderer, mit dem ich die ganze Zeit fighte. Oder der ist irgendwie schnell. Ich verpasse jetzt eine richtig harte Kugel. Hui. Oh nein, wir sind in der Stadt der Ghule. Wir sollten nicht schnell abhauen. Sonst verkommt das alles ja nur. Hier kriegst du eine Postboten, Mütze, Piper. Wo bist du? Piperino! Piper! Hey, schieß los. Klar, schau's dir an. So, Kleidung, Postbotenmütze, bitteschön. Jawohl, jetzt siehst du aber richtig schick aus, Piper. Jetzt bist du richtig schick. Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns in der nächsten Woche bereits wieder und das dann direkt in der Basis mit der Mod und dann auch schon den Boden ausgetauscht, sodass wir dann direkt halt loslegen können, ne? Haut rein, tschüss!